Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute gibt es einen Family Vlog. Ich freue mich. Wir sind jetzt gleich bei meiner Mama zum Frühstück eingeladen. Wir machen uns jetzt gleich auf den Weg. Und heute sind wir mit meiner Mama und ihrem Freund den ganzen Tag zusammen. Wir werden jetzt gleich bei ihrem Garten ein bisschen helfen, beziehungsweise die Männer wollen da eine Session machen und wir Mamas beschäftigen uns mit den Kiddies. Und werden vielleicht das Mittagessen schon vorbereiten. Danach starten wir weiter in unserem Garten. Da wollen die Männer und auch wir heute einiges schaffen. Gestern haben die Männer auch schon richtig viel bei uns geschafft. Ich werde euch das nachher mal zeigen, wie schön unser Garten geworden ist. Die haben wirklich den ganzen Tag im Garten geackert. Das war richtig, richtig cool. Und gestern Abend sind wir dann noch auf den Markt, auf die Kirmes gefahren. Da haben die Jungs noch Karussell gefahren und ein Eis gegessen. Das war richtig schön. Ja, und heute geht's weiter. Wir fahren jetzt gleich, wie gesagt, zu meiner Mama und ihrem Freund. Und ich dachte, da nehme ich euch heute ein bisschen mit. Genau, lasst euch mal an unserem Samstag teilhaben. Ganz viel Spaß beim Video. So, wir sind jetzt bei meiner Mama angekommen und sie hat hier schon die Tafel gedeckt. Richtig leckeres Frühstück. Und ein Frischi. Sieht das lecker aus. Wunderschönen guten Morgen. Das lassen wir uns jetzt erstmal schmecken hier. Sieht der Käse Und drin? der Maddie, der kuschelt schon mit der Ella und der Amelie. Das ist immer das Erste, was Maddie macht, wenn er hier bei Oma ist. Gell? Ella, die ist frisch gebadet. Ist die frisch? Guck mal, wie die kuschelt. Die kuschelt sich richtig in dich rein, hä, Ella? Ja, die ist verkuschelt. So, die Männer machen jetzt hier ein bisschen Holz, Spalten und alles für da hinten. Alles aus unserem Garten hier. Und wir werden jetzt mal mit den Wauzis laufen. Marlon hilft hier, hä? Du hilfst hier ein bisschen den Männern? Genau, wir gehen jetzt mal in den Wald. So, wir genießen jetzt hier noch den Schatten. Was haben wir denn? Oh, wir haben schon kurz nach 11:30. Haben schön lange ausgiebig gefrühstückt. Die Männer sind jetzt, wie gesagt, bei Mama im Garten. Und wir gehen jetzt hier ein bisschen spazieren, Kids und Hunde lüften. Und dann geht's wieder zu Oma. Mal gucken. Ich denke, dass die Männer bis dahin tatsächlich vielleicht schon fertig sind mit Holzspalten. Und dann fahren wir zu uns in den Garten. Da wird dann auch wieder einiges geschafft. Ist so richtig cool, dass wir mit unserem ganzen Holz Mama versorgen können. Mit unserem riesen Grundstück und den vielen Bäumen. Ist das richtig cool. Und es macht so viel Spaß, mit der ganzen Familie im Garten zu sein. Ja, richtig schön. Heute soll es auch wieder richtig warm werden. Da muss man hier noch den Schatten ausnutzen. Noxi ist mal gejoggt. Du willst auch Kamera? Gut. Halt sie gut fest. Was kann so machen? Ja, so. Kann man überhaupt sehen? Und man kann gar nichts hier sehen. Ja, ist Bildschirmschoner an. Kuckuck da.
Nein. Und fährt die Kamera um und ist kaputt. Warte, jetzt bin ich fertig. Diese wunderschönen Waldgeräusche. Ganz alleine sind wir hier. Hallo. Aufpassen wird. So toll. Damit die Suri nicht allein läuft, ja, hilft der Maddy. Nicht mehr die Suri, gell? Die braucht Hilfe. Toll macht sie das, mein Kopf. Ja, komm, mach so. Mhm. Jetzt sind wir im Auto angekommen. Gucken wir mal, wie weit die Männer sind. So, Location-Wechsel. Wir sind wieder zu Hause, haben schon den Anhänger wieder voll gemacht. Jetzt gibt's frische Melone. Mhm, kannst mal filmen, wie die essen hier. Boah, richtig große Melonen. Die hier stehen. Wir sind nämlich gestern extra noch zum Türken gefahren und haben eine 12 Kilo Wassermelone gekauft. Für die ganze Mannschaft heute hier. Hast du? Oh, Maddy sieht so cool aus. Ein richtiger Melonenmund. Schmeckt das, Maddy? Mhm. Ich zeige euch jetzt mal, was die Männer gestern schon geschafft haben. Hier, das ganze Holz ist schon weg, also ein großer Teil. Dann hier hinten das ganze Holz. Hier war auch alles voller Holz. Hier lag alles voller Holz. Wir kamen ja mit dem Schneiden gar nicht mehr hinterher. Dann ist von unserem Riesen, wir nennen ihn immer Mammutbaum, ein Riesenast da hinten abgebrochen zur Nachbarin. Da haben sie schon einen Teil weggeschnitten und weggeräumt. Ja, hier war auch alles voller Gras. Niemand und ich haben jetzt fast ein Jahr lang nur Holz geschnitten und sortiert und dann zum größten Teil halt so kleine Sachen verbrannt. Aber irgendwann kommt man nicht mehr hinterher. Hier liegt noch ein Riesenhaufen. Und jetzt haben wir hier wieder so viel Platz. Hier lag ja alles voll. Man konnte gar nicht mehr durchlaufen, beziehungsweise man musste über die ganzen Baumstämme hier laufen, weil die hier kreuz und quer lagen. Und jetzt haben sie alles an die Seite gemacht, damit das Grundstück nicht noch mehr absackt. Und jetzt haben wir einige Quadratmeter wieder dazu gewonnen und können dann halt jetzt hier auch schön mit unserem Rasenmäher drüber. Also richtig cool. Die haben echt super viel geschafft. Ja, und jetzt wieder ein Anhänger voll Holz. Und jetzt wollen die Männer hier noch ein bisschen spielen im Garten. Und dann fahren wir wieder zur Mama. Laden ab, spalten das Holz. Räumen es ein und essen dann nachher auch noch lecker zum Mittag. Ja, wird ein richtig toller Tag. Maddy wollte unbedingt Wasserpistole spielen. Ne? Oh. Warte, du bist schon ganz nass, ha? Huh? Mal kurz Pause machen. Jetzt ist Lennox dran. Jetzt wird Lennox abgeschossen hier. Ach, hier hat übrigens Frank den Jungs was richtig Geiles hingebaut. Extra ja, zum Trainieren und zum ja, Spielen. Das kann man in verschiedenen Höhen hier einstellen. Die unterste ist natürlich für Maddy am perfektesten. Und ja, hier können die Jungs richtig cool trainieren und spielen dran, weil auf allen Spielplätzen lieben die immer diese Stangen, wo die hier so rumwirbeln können und ja, das ist echt cool. Und ich weiß nicht, ich habe euch vor ein paar Wochen ja mal gezeigt, dass das Baumhaus total leer stand. Und jetzt kann man es vor lauter Bäumen fast gar nicht mehr sehen, ne? Das finde ich mal richtig cool, wenn das im Sommer so zugewachsen ist. So, wir sitzen jetzt in unserem Garten, in unserem Auto und starten jetzt zur Oma Gilly. Da gibt es die nächste Session. Da räumen wir jetzt den Anhänger noch leer und essen noch lecker zum Mittag. Und dann gucken wir mal,
was wir danach noch anstellen bei dem wunderschönen Wetter. So, wir sind jetzt hier wieder im Garten bei Oma. Jetzt werden noch die restlichen dicken Stämme da gespalten. Meine Mama und ich haben das Mittagessen vorbereitet. Was heißt Mittagessen? Spät. Wir haben ja spät gefrühstückt, also essen wir spät Mittag. Viertel nach drei haben wir jetzt. Ich wollte mir das jetzt mal angucken, über Holzspalter hier, wie das funktioniert. Die Jungs spielen oben, Maddie und Lennox. Hört ihr mich überhaupt? Und Marlon hilft hiermit. Einnehmen. Ich habe schon ein Gemüseteller hier geschnibbelt für die Jungs. Ich will Paprika. Eine Paprika. Mama hat hier alle Rollern runter gemacht, dass hier nicht so eine Hitze reinkommt. Ja. Und sie ist ganz fleißig hier am Kochen. Für die große Mannschaft hier. So, hier sitzen die fleißigen Männer. Einer fehlt noch, der sich noch Hände waschen. Und ich zeige euch mal unser leckeres Essen. Hier wurde schon geplündert. Es gibt Pellkartoffeln. Mit Spargelgemüse und Mama-Kartoffel. Maddie isst noch ein Brot von heute Morgen mit Wurst und einen leckeren gemischten Salat. Das lassen wir uns jetzt schmecken. So, wir sind jetzt nochmal auf den Spielplatz gefahren und haben uns von Oma Gini verabschiedet. Wir werden jetzt die Kiddies hier noch ein bisschen spielen lassen. Hier ist nämlich gerade schön leer, also es sind auf jeden Fall nicht viele. Maddie will unbedingt da hoch, hat noch zu kurze Beine. Die Jungs helfen ihm. Mal gucken, wie hoch er kommt. Ja, wir wollen uns jetzt noch mal ein bisschen die Beine vertreten. Es war auf jeden Fall ein richtig, richtig schöner Tag. Ein richtiger Family Day. Und... Hallo! Ja, mal gucken, wo es uns noch hin verschickt gleich. Wir laufen jetzt nochmal zu so einem Kletterpark. Also die haben so Spielgeräte zum Klettern aufgebaut. Ich glaube letztes Jahr zum Trainieren, genau. Mal gucken, wie voll es da ist. Die Jungs wollten noch ein bisschen trainieren und das schöne Wetter genießen. Also der Tag, der ging heute so schnell rum. Was haben wir denn jetzt? 6 Uhr. Krass. Richtig krass. Aber es war schön heute, oder? Ja. Hat richtig viel Spaß gemacht. Und danach müssen wir gleich noch Wasser kaufen unbedingt. Wir haben nämlich nicht viel Wasser mehr zu Hause. Und dann, ja, ist ja Feiertag. Deswegen müssen wir uns noch mit Getränken, also Wasser, ausstatten. Hier sind diese Trainingsgeräte. So, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Ich beende diesen Vlog da, wo ich ihn angefangen habe. Leider mussten wir den Ausflug auf diesen Sportgeräten da ja abbrechen,
Denn in dem Moment, als ich die Kamera ausgemacht habe, ist Maddie über so eine Stange am Boden gestolpert und ist volle Granate mit der Schläfe da dran geknallt. Oh mein Gott, der hat erstmal geschrien. Und es wurde sofort richtig dick. Also der hat jetzt so ein Ei da hängen. Es ist auch ein bisschen aufgeplatzt. Aber ihm geht es jetzt soweit ganz gut. Ich habe ihm jetzt was gegen die Schmerzen gegeben. Und jetzt machen wir mal ein bisschen halblang. Der Tag war auch lange und anstrengend. Und jetzt ja, werden wir alle noch duschen. Und dann geht's ab auf die Couch. Er macht jetzt ein bisschen langsam. Aber ihm geht's gut. Er lacht schon wieder da draußen. Also ihr braucht euch keine Sorgen machen. Ich hoffe nur, dass keine Übelkeit dazu kommt heute Nacht wegen Gehirnerschütterung, weil es ist schon ordentlich dick. Das ist wirklich so ein dickes Ei. Ach, ich sag's ja, bei uns wird's nicht langweilig. Naja, so ist das mit Kindern. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Also uns hat der Tag wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss!